YouTube, hier ist Mimi und willkommen zu Tag 21 meiner Schöne Haut in 4 Wochen Challenge. Woche 3 ist zu Ende und ich zeige euch gleich einmal das Vorher-Nachher. Wie man sieht, sieht die Haut viel besser aus als an Tag 1. Das heißt, diese Challenge ist ein absoluter Erfolg bis jetzt. Wobei ich zugeben muss, ich habe diese Woche echt gekämpft, also die letzte Woche, weil normalerweise habe ich Frühschicht. Und diese Woche hatte ich Spätschicht und das hat meinen kompletten Tagesablauf so durcheinander gebracht, dass ich teilweise erst um 2 Uhr überhaupt angefangen habe, aus der Flasche zu trinken. Und dann bin ich natürlich nicht fertig geworden, weil bei der Arbeit hat man auch nicht viel Zeit zum Wasser trinken. Sollte man sich nehmen, aber leider ist es meistens nicht so. Und ja, also wie gesagt, ich habe echt gekämpft. Dann auch noch mit Kopfschmerzen. Ich denke, weil ich vormittags so wenig Wasser getrunken habe, habe ich nachmittags dann so eine Kopfschmerzen bekommen. Und dann habe ich natürlich erkannt, dass wenn ihr Kopfschmerzen habt, dauernd im Gesicht rum und gerieben. Und dann habe ich Pickelchen bekommen, hier unten und hier oben. Ist natürlich voll der Rückschlag sozusagen für die Challenge gewesen. Aber trotzdem sieht die Haut besser aus als am Anfang. Deswegen werde ich diese Woche versuchen, alles super gründlich zu machen. Das heißt, ich werde extra darauf achten, mich nicht im Gesicht anzufassen und meine 2 Liter auf jeden Fall trinken. Ich habe diese Woche Urlaub, das heißt, ich habe den ganzen Tag Zeit. Das sollte funktionieren. Drückt mir die Daumen. Ich weiß, dass inzwischen viele von euch schon mitmachen und ich bin sehr gespannt, wie eure Erfolge sind. Ich hoffe, ihr schreibt in die Kommentare, wie es bei euch läuft. Und ob ihr vielleicht auch so eine Tage habt, wo ihr es einfach nicht hinkriegt oder es einfach vergesst, weil ich habe gar nicht dran gedacht, weil mein Tagesablauf, wie gesagt, ganz anders auf einmal war. Ich konnte ausschlafen und normalerweise stehe ich um 4 Uhr auf und jetzt habe ich bis 10 geschlafen, dann habe ich schön in Ruhe Kaffee und noch einen Kaffee und gar nicht dran gedacht, zwischendurch vielleicht mal ein paar Schluck Wasser zu trinken. Ich hoffe, bei euch läuft es nicht so schlecht oder lief es nicht so schlecht die letzte Woche wie bei mir. Wie gesagt, die nächste Woche werde ich mich extra daran halten, alles richtig zu machen. Und ich hoffe, viele von euch machen jetzt noch mit. Und ja, es gibt, wie gesagt, das kostet nichts. Und es gibt eigentlich nur gute Nebenwirkungen. Ja, gibt es. Es gibt nur gute Nebenwirkungen. Wenn ihr euch wundert, warum meine Haare rosa sind, ich habe die gestern rosa getönt. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, ich verlinke das Video dazu unten, weil ich habe das mit der Kamera gemacht gestern. Wenn ihr die anderen Challenge-Videos sehen wollt zu der 4 Wochen Schöne Haut Challenge, dann verlinke ich die unten nochmal in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch die genau anschauen, worum es geht und alles drum und dran. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und kommentieren, kommentieren, kommentieren. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Wie gesagt, ich habe Urlaub, ich werde mich schön ruhig machen und das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.